wann immer die Sonne aufgeht über der Großstadt. Hier entfaltet die Natur ihre ganz eigene Pracht. Seit fast 150 Jahren ein deutscher Sehnsuchtsort für die Jungen und die Alten, Paradies für Familien, die Oase des Eigenbrötlers. Und am Ende der DDR war die ohne ihre 1,5 Millionen Schrebergärtner kaum denkbar. Sie gehörten zum Sozialismus wie Hammer und Ehrenkranz. Willkommen im Schrebergarten, dem Original. Genau auf diesem Fleckchen Erde, mitten in Leipzig, begann seine Geschichte. Die eines Gartens im pulsierenden Herzen der Großstadt. Heimstatt des Deutschen Kleingärtnermuseums und des Vereins Dr. Schreber. Und wenn alles schön blüht und wenn man dann mal so Schicksalsschläge hatte, wie ich sie mal hatte, mit der Mauer damals, und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber das hat mir gut getan, hier die Natur in dem Garten. Wäre es allerdings nach Walter Ulbricht gegangen, eine Sinnflut hätte die kleinbürgerlichen Schrebergärten ruhig aus der jungen DDR spülen können. Durch Gaubelei, wie man auch in Sachsen sagt, bekam ich jedes Jahr meine eine Tonne Braunkohlenhochtemperaturkoks und er bekam von mir Rosen, Sorten, die es sonst nicht in der DDR gab. Walter Ulbricht blieben die Schrebergärten suspekt. Erst sein Nachfolger, Erich Honecker, entdeckte ihr volkswirtschaftliches Potenzial. So entflammte die DDR in später Liebe zu den Schrebergärten. Der Kleingärtner tat etwas für sich und nutzte den Sozialismus. Indem er also das Gemüse und das Obst produzierte, was dann am nächsten Tag in der Kaufhalle an der Ecke verkauft werden konnte. Quadratmeter Glück beackern die Pächter der Parzellen im ältesten und traditionsreichsten deutschen Kleingartenverein, benannt nach dem Leipziger Orthopäden Dr. Schreber. Ein Biotop inmitten der Leipziger Metropole. Ein Ort, an dem 150 Jahre deutsche Geschichte eingegraben sind. Populär war der Schrebergarten bei seinen Pächtern immer. Ob im Deutschen Kaiserreich, der Weimarer Republik oder unter den Nationalsozialisten. Doch erst in der DDR brachte es der Schrebergarten zu einer Beliebtheit, die es vorher so nie gegeben hatte. Generationenübergreifend und quer durch alle Schichten. Dabei brauchte es viele Jahre, ehe auch die Mächtigen in der DDR begriffen, welches Potenzial im Schrebergarten steckt. Gunter Hatz' Geschichte im traditionsreichsten deutschen Schrebergarten beginnt 1971. Durch Zufall bekommt er hier ein kleines Stück Land zur Pacht. Wie für viele DDR-Bürger ist auch für ihn ein eigener Garten die einzige realistische Alternative zu den engen Mietwohnungen, den raren Urlaubsplätzen und Reisemöglichkeiten. Ich wohne hier einen Kilometer entfernt und aufgrund der Gehaltsstruktur bzw. meine Frau ging halbe Tage arbeiten, hätte ich nie eine Chance gehabt, einen Trabant für rund 10.000 Ostmark je zu bekommen. Also suchte ich etwas, wo ich zumindest mit Fahrrad zügig für mich und meine Familie ankommen konnte. Der Parteiführung waren die Kleingärtner eher suspekt, eine unkontrollierbare Nische. Dem gerade installierten Wohnungsbauprogramm wurden sie gnadenlos geopfert. Ausgerechnet zu jener Zeit einen Garten zu ergattern, glich schlichtweg einem Wunder. Und durch Zufall hatte ich hier zu tun und habe gefragt, habt ihr denn nicht einen Garten für mich? Und da haben die gesagt, wenn sie bereit sind, die Obstbäume, die auf ihrem Gelände stehen, alles zu fällen, Zäune zu setzen, Laube selbst zu bauen, also von Grund auf praktisch Brachland zu kultivieren. Und ich war einverstanden und los ging's. Während Gunter Hatzsch seinen Garten im Herzen Leipzigs zu beackern begann, bestellte auch der neue Mann an der Spitze, Erich Honecker, das Feld. Ulbricht war gestürzt und der 8. Parteitag stellte die Weichen. Kernstück, das gigantische Wohnungsbauprogramm der DDR. Das Baugeschehen macht Schlagzeilen. Kontinuierlich werden die sozialpolitischen Beschlüsse des 8. Parteitages verwirklicht.
Jedem seine Wohnung, war die Losung. Opfer dieser neuen Politik jedoch waren erst einmal zahllose Schrebergartensiedlungen. Vielen Pächtern wurde, wo Bauland gebraucht wurde, einfach gekündigt. Zum Kaffee, ich bring was mit. Aber schön. Ja, selbstgebackenen Kuchen, ein paar Bilder zum Angucken. Toll. Komm, so, setz dich. So, bitteschön. Ach, ist das wieder ein schöner Tag. Heute ist die Welt für Ursula Schunke wieder in Ordnung. Doch Anfang der 70er Jahre nahm man ihr das Paradies, den kleinen Garten, damals in Leipzig-Grünau. Es war Wohnungsmangel in Leipzig und da wurde eben da draußen gebaut. Und da hieß es, die Gartenverein Immergrün muss weg. Und ich wollte es nie wahrhaben. Ich habe gesagt, um Gottes Willen. Und wir hatten Gartenzäune neu gebaut gehabt. Und mein Sohn war damals 14 Jahre alt und sagte, Mutti, jetzt müssen wir den Gartenzaun wegmachen. Und bis zum 31. Oktober 1973 muss es gewesen sein, sind wir dann dort weg. Und da haben wir den Gartenzaun mit nach Hause genommen im Keller und haben den aufgehoben. Ja, ich hatte immer gehofft, dass wir einen neuen Garten kriegen. Die 100.000. Wohnung, die im Bezirk Leipzig seit dem 8. Parteitag der SED im Jahre 1971 errichtet wurde, ist heute Nachmittag übergeben worden. Was wog ein einzelner Zaun gegen das Glück von Millionen? Überall im Land wuchsen die Plattenbausiedlungen. Für die Empfindlichkeiten der Kleingärtner war da kein Platz. Dann aber war es Erich Honecker persönlich, der sich der Not der Kleingärtner annahm. Als die ihm einen Hilfebrief schicken, antwortet er ihnen: Von mir wurden heute alle Maßnahmen veranlasst, damit, wie sie schreiben, ihre kleine Oase unangetastet bleibt. Mit sozialistischem Gruß, Erich Honecker. Eine jähe Wende im Umgang der SED mit ihren einst so ungeliebten Schrebergärten. Von nun an wurden sie per Verordnung des Ministerrats vom 15.07.1977 planmäßig erweitert, gefördert, verbessert. Und nun kommen natürlich auch wiederum die Kleingärtner auf die Idee und sagen, naja, passt mal auf, also jetzt wollen wir doch mal ganz deutlich sagen, wir sind ja für euch so wichtig. Und Erwin Wegener, der Verbandsvorsitzende des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter, sagt 1977 auf dem Kongress, Verbandstag, ein schöner Garten ist ein produktiver Garten. Also die neue Kleingartenästhetik wird verkündet. Das heißt sozusagen, wir sind bereit und wir wollen jetzt hier ganz deutlich mit an der Versorgung der Bevölkerung sorgen. Und Gunther Hatzsch? Wurde seine Parzelle plötzlich zu einem Tempel sozialistischer Produktion? Es gab die Regel, dass man so viel wie möglich Produkte des allgemeinen Bedarfs herstellt. Wir mussten jedes Jahr am Jahresende im Garten einen Bericht abliefern, Gartengröße, und dann musste man einen Bericht abliefern, wie viel Kilogramm von dem, wie viel Kilogramm von dem, wie viel Bund Radieschen und so weiter und so fort. Und jeder hat Beschiss gemacht. Also wenn man die Zahlen, die dann dort eingegangen sind, wirklich realistisch als sich angeschaut hat, dann müsste da jeder Garten zweietagig oder dreietagig gewesen sein. Die Zahlen haben gestimmt, so wie das zu DDR-Zeiten war. Der Plan wurde übererfüllt. Und im DDR-Fernsehen wurde dann auch prompt über die neuen Erfolge der kleingärtnerischen Großproduktion berichtet. Warum liefern Sie ab? Naja, einmal um das, was bei mir zu viel ist, doch allen zugute kommen zu lassen. Ja. Und das merke ich, viele dann was davon haben. Lohnt sich denn das? Na, ich denke doch. Ich weiß die Preise leider noch nicht, aber ich hoffe. Zum Umkommen wäre es ja zu schade. Ja? Und es wird ja überall gebraucht, frisches Obst. Allerdings hatten die Genossen weder den Vertriebsweg bedacht, noch die Bereitstellung von Leergut. Den Kleingärtnern war das egal. Sie lieferten ab. Denn wer nicht lieferte, ging bei anderen Zuteilungen von Mangelware leer aus. Es war nicht unwichtig, denn darauf zum Beispiel Torfmull gab es natürlich nicht zu DDR-Zeiten. Wenn man Torfmull bekam, dann bekam man ihn über den Garten und im Garten wurde das zugeteilt und dort wurde natürlich dann auch aufgrund der Effektivität zugeteilt. Also die Armee
die keinen guten Bericht ablieferte über ihre Produkte, die kriegte auch keinen Sack mit Torfmüll. Anfang der 80er Jahre begann die Führung, das volkswirtschaftliche Potenzial der Kleingärten dann systematisch zu nutzen. Heute besitzt jede achte Familie in unserer Republik einen Kleingarten. Insgesamt sind rund 650.000 dieser grünen Lungen vorhanden. Etwa 60% davon gehören Arbeitern. Dank der großzügigen Förderung durch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die staatlichen Organe entstehen vorwiegend in den industriellen Zentren und Städten neue Kleingärten. Bei so viel Wohlwollen und Akzeptanz könnte man glauben, Schrebergärten wären geradezu eine Erfindung der DDR gewesen. Für Walter Ulbricht allerdings hatten die Schrebergärten unter Sozialismus so viel gemein wie Stalin und der Papst. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er den Schrebergärten noch bis in die 50er Jahre hinein den Garaus gemacht. Das Menschenbild, was also in den 50er Jahren entworfen, in den 60er Jahren weiterentwickelt wird, sah natürlich nicht vor, dass man sich in erster Linie um sein eigenes Unkraut kümmert, sondern für den Frieden kämpft, für die deutsche Einheit und sich nicht um seinen Kürbis also sorgt, sondern darum, wie also in der Produktion noch größere Ergebnisse geschaffen werden können. Also insofern stand es natürlich konträr und man begriff natürlich nicht, dass die Erholung der Leute natürlich ein wichtiger Faktor war. War das der einzige Grund, weshalb Walter Ulbricht Schrebergärten nicht mochte? Er selbst hatte nie einen. Und auch die Klassiker des Marxismus-Leninismus schwiegen zum Umgang mit diesem kleinbürgerlichen Phänomen. Privateigentum gehörte für Kommunisten wie Walter Ulbricht abgeschafft. Doch die Konsequenzen daraus ließen nicht lange auf sich warten. Im Frühjahr 1953 kommt es zu einer akuten Nahrungsmittelkrise, auch in Leipzig. Hier, wie in allen Schrebergärten, herrscht im Frühjahr 1953 Hochbetrieb. Es wird gepflanzt, was der Boden hergibt. Denn wer einen Garten hat, verhungert nicht. Zur selben Zeit ging auch von Leipziger Schrebergärtnern die Initiative aus, eine eigene Organisation zu schaffen. In letzter Minute allerdings verhinderte Walter Ulbricht persönlich die Gründung des Verbandes. Moskau war gerade Stalin gestorben. Man wusste nicht, wie Deutschland politisch weitergeht. Also sie sind in ziemlicher Aufregung in diesem Frühjahr, weil in Moskau ist alles unklar. Es ist auch in der eigenen Partei ist unklar, wie es weitergehen soll. Und da möchte man sich jetzt nicht mit Kleingärtnern beschäftigen. Es wird also innerhalb von wenigen Wochen wird dieser ganze Termin gekippt und dann findet er nicht statt. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 forderte Ulbrichts gesamte Aufmerksamkeit. Auch danach gab es wichtigere Probleme zu lösen, als den reaktionären Kleingärtnern eine eigenständige Plattform zu bieten. Eines der vielen anderen Probleme ließ nicht lange auf sich warten. Nur ein Jahr später war nicht nur die älteste Kleingartenanlage Deutschlands, sondern auch weite Teile Ostdeutschlands bedroht. Allerdings nicht durch die Politik, sondern durch Widrigkeiten der Natur. Nach einer langen Dürreperiode begann es im Juli 1954 endlich zu regnen. Ein Segen auch für Familie Hohner im Garten 101. Doch schon bald wurde aus dem so sehnsüchtig erwarteten Wasser ein Fluch. Die Fluten der Weißen Elster breiteten sich in die Auenlandschaft aus und richteten enormen Schaden an. Helga Hohners Schwiegereltern, denen der Garten gehörte, standen hilflos vor den Schäden der Katastrophe. Das war hier alles unter Wasser. Und die Pächter, so wie meine Schwiegermutter und alle, die sind dann mit einem Stechkran hierher gefahren und haben sich ihre Gärten angeguckt. Es stand eben alles unter Wasser. Die konnten richtig paddeln hier. Aber es ist dann wieder weggegangen und dann haben sie es wieder selber alles hergerichtet. Nicht? So viel weiß ich. Ne? Aber es war eben auch ein Schlag für die Leute. Aber die Kleingärtner packten an. Auch Frau Hohners Schwiegereltern. 2 Jahre allerdings brauchten sie, um ihren Garten wieder herzurichten. Und die führenden Genossen,
Wie gingen Sie weiter mit dem Paradies der kleinen Leute um? Lenkte Walter Ulbricht am Ende doch noch ein? Walter Ulbricht blieb der 17. Juni eine Mahnung. Mochten ihm die Schrebergärtner noch so wenig gepasst haben, so begriff er doch, dass sie in ihren Gärten abgelenkt waren, beschäftigt. 1954 durfte sich der erste Verband gründen. Unterstützt allerdings wurden die Schrebergärten nicht. Argwöhnisch beäugt von den Genossen, wurden sie von ihren Besitzern umso inniger geliebt. Wenn man dann mal für sich war, wenn die Kinder draußen waren, da habe ich hier umgegraben und alles zurechtgemacht und habe mich gefreut, wenn wieder eine Blume kam oder auch mal ein Salat oder was. Und das war eben immer wieder, und das habe ich dann nachher erst hinterher gemerkt, dass mir das sehr geholfen hat, hier die Natur in dem Garten. Hier ertrug sie auch ihren schwersten Schicksalsschlag, den Bau der Mauer. Geboren in Dortmund, zog Helga Hohner der Liebe wegen nach Leipzig. Am 13. August 1961 begann sie zu ahnen, dass sie ihre Heimat so bald nicht wiedersehen würde. Wenn man das im Fernsehen gesehen hat, wie die Mauer hochgebaut haben, das war doch katastrophal. Also sowas möchte man nicht noch mal erleben. Und das hat mich auch ganz schön fertig gemacht. Die Mauer stand und für Helga Hohner wurde ihr Garten das Tor zur kleinen Freiheit. In der DDR sollte der Sozialismus gestaltet werden. Zunehmend straffer organisiert, natürlich unter der Führung der Genossen, wurden die Schrebergärtner geduldet. Dem hat auch das Fernsehen der DDR Rechnung getragen. Am 27. Oktober 1968 geht Du und dein Garten mit der legendären Erika Krause erstmals auf Sendung. Insgesamt 480 Folgen der erfolgreichen Serie wurden ausgestrahlt. Guten Tag, liebe Fernsehzuschauer, und einen guten Tag den Kleingärtnern der Anlage Mühlenwiese Finkenhirt in Berlin-Rahnsdorf. Ach so, ja, vorstellen muss ich mich ja auch noch. Mein Name ist Erika Krause. Ja, ja, Krause, das ist nicht etwa für diese Sendung erfunden. Ich heiße wirklich so. Der parteilose Biologielehrer Gunter Hartsch kämpfte unterdessen in seinem Leipziger Schrebergarten an der Urbarmachung seiner Parzelle. Heute ist die ein wahres Schmuckstück. Doch damals war die Beschaffung jedes Samenkorns, jedes noch so kleinen oder großen Bausteins eine enorme Herausforderung. Die Laube zu bauen war eine schwierige Angelegenheit und hier musste man wirklich die gesamten Bekannten, Verwandten und alles Mögliche organisieren. Und es war auch vieles durchaus schwarz. Also die Kiestransporte von Nauenhof, vom Kieswerk, kamen am Wochenende und waren mit Sicherheit nicht offiziell. Man fragt da nicht nach, aber es wurde eben dann sofort und bar bezahlt, da gab es keine Rechnung, so dass man das nach und nach hier zusammenbekam. Das ist ein Trauerspiel, wenn ich das erzähle. Da lebte der Schwiegervater noch. Die alte Laube haben wir abgerissen, das waren ja nur Bretter. Und der Schwiegervater sagt, da jetzt sind doch so viele Abbruchhäuser hier in Leipzig. Da hat er auch wieder jemanden gekannt. Da hat er die Steine von alten Häusern hat er anfahren lassen hier eine große Kippe, also einen großen Laster mit Anhänger. Da haben die hier die Ziegelsteine abgeladen. Und der Onkel hat sich dann hingesetzt bei uns und hat uns geholfen und hat die alten Ziegelsteine bekloppt, dass er wieder, denn da war ja noch Zement dran, nicht wahr? Die guten hat er dann alle schön bekloppt und hat sie geschichtet und geschichtet. Und dann hat er die Laube aufgebaut. Das war alles mit Gefälligkeiten, mit Kollegen und so weiter. Und es ist geworden. Ist zwar kein schönes, aber es ist wunderbar für uns. Gunter Hartsch ist bis heute ein passionierter Gärtner. Seine Leidenschaft jedoch gehörte stets den Rosen. Allerdings waren auch die, wie fast alles in der DDR, ein Engpass. Gunter Hartsch allerdings wusste diese Lücke gewitzt für sich zu nutzen.
Ja, na, irgendwann in den Wintermonaten wälzt man natürlich dann auch Literatur. Und so habe ich dann mich kundig gemacht, wie man denn nun richtig professionell Rosen züchtet. Und habe dies begonnen mit Anzucht von Wildrosen und dann das Okulieren. Und war ziemlich erfolgreich. Und dann habe ich natürlich auch durch Gaubelei, wie man auch in Sachsen sagt, bestimmte Edelreiser von Rosen bekommen, die nicht auf dem Markt waren. Und jeder, der in der DDR einen Garten hatte, weiß, dass er Edelrosen im Grunde genommen fast nie bekam. Ich hatte Ofenheizung, ich habe eine sehr hohe Wohnung, 3,80 Meter Altbau. Ich brauche also viel Kohle und noch besser wäre es natürlich bei einem Dauerbrandofen Koks. DDR-Braunkohlen, Hochtemperatur-Koks. Den gab es aber natürlich nicht auf dem Markt. Aber es ist mir gelungen, hier zu einem Kohlehändler dahingehend den Kontakt herzustellen, dass wir natürlich auch gegen normale Bezahlung, aber auf alle Fälle bekam ich jedes Jahr meine eine Tonne Braunkohlen Hochtemperaturkoks und er bekam von mir Rosen, Sorten, die es sonst nicht in der DDR gab. Das war illegal, ich hoffe, dass ich nicht im Nachhinein, aber das dürfte jetzt verjährt sein nach 20 Jahren. Gunter Hatsch züchtete in seinem Schrebergarten Rosen. Rote Nelken wären ihm nie in den Garten gekommen, weder ins Beet noch in die Vase. Doch inwieweit drang die Politik von außen in seine kleine Oase? Agitation und Propaganda drangen nur selten in den Leipziger Schreberverein. Nur am Kampftag der Arbeiter wurde Flagge gezeigt, von beiden Seiten des Zauns. Auf der einen Kleingärtner wie Gunter Hatsch, auf der anderen linientreue Genossen. Für Frieden und Sozialismus zu demonstrieren. Einer der Gartennachbarn hat zu jedem 1. Mai vormittags hier die Gartenanlage mehr oder weniger beschallt, laut und kräftig. Die Parade des 1. Mai in Berlin auf dem Alexanderplatz. Die Parade wurde von den Offiziershörern der Militärakademie Friedrich Engels angeführt. Weitere Marschblöcke bildeten die Offiziershochschulen aller Waffengattungen. In geländegängigen Wagen rollen Fallschirmjäger vorbei. Es wechseln in exakt militärischen Bildern Panzerabwehrraketen, Haubitzen und Fliegerabwehrwaffen. Und das hat offensichtlich dem anderen Gartennachbarn überhaupt nicht gefallen. Und er drehte dann auf in seinem Radio oder auf seinem Tonband den berühmten Song von Gunter Gabriel, Guten Morgen Deutschland. Der erste Sekretär des ZKW-Deutschland. Und Deutschland, der Begriff allein, war ja schon total verböhnt. Der war ja schon aus allen Dingen mehr oder weniger herausgenommen. In Leipzig hatte man ja zum Beispiel ein Hotel am Karl-Marx-Platz, was Deutschland hieß, inzwischen schon umbenannt. Also der Begriff Deutschland war tabu. Ja. Mitte der 80er Jahre war das vereinte Deutschland zwar nicht in Sicht, doch die Engpässe in der DDR so groß, dass die Führung beschloss, Mängel in der Versorgung mit Obst und Gemüse sollten nun generalstabsmäßig von den Kleingärtnern gedeckt werden. Vom Stiefkind der Genossen avancierten die Schrebergärtner so zu deren Hätschelkind. Dabei fing alles vor fast 150 Jahren. Genau hier, an diesem Ort, nahezu unpolitisch an, mit einem Garten für Kinder. Der wurde aber nicht, wie man immer denkt, von dem Leipziger Arzt Moritz Schreber erfunden, sondern der fungierte posthum lediglich als Namensgeber für eine Bewegung, die deutschlandweit Furore machte. Auch im traditionsreichsten Verein, hier in Leipzig, wurde nicht nur geackert und bewirtschaftet. Der Schrebergarten war über Generationen ein privater Ort, eine Rückzugsmöglichkeit für die Familie. Kinderfeste wurden gefeiert, man saß gesellig beieinander und kam sich mitunter auch mal näher. Über Jahrzehnte blieb der Schrebergarten die ideale Nische. Erst ab Mitte der 80er Jahre rückten die Kleingartenanlagen in der DDR vom Rand der Gesellschaft geradewegs in deren Mittelpunkt. Staatlich verordnet allerdings.
wurden noch wenige Jahre zuvor Parzellen gnadenlos abgerissen, stellte die DDR nun Neuland bereit. Und in zahlreichen Filmen konnten Anfänger lernen, wie sie mit wenigen Tricks Hochleistungsgärtner werden. Im Folgenden einige Erläuterungen zur Entwicklung der Baumkrone und der Reaktion auf gezielte Schnitteingriffe. Schere und Säge zur rechten Zeit angesetzt, ersparen die Spritze. Wer den Obstbaumschnitt erst einmal aus dem FF beherrschte, konnte schnurstracks als Kleintierzüchter Rekorde einfahren. Sie meinen, das ist nichts für Sie? Sie haben keinen Platz, kein Futter? Wir wollen versuchen, Ihnen zu zeigen, dass es gar nicht so schwierig ist, Kaninchen zu halten und zu züchten. Je mehr die Kleingärten für die unmittelbare Versorgung der Bevölkerung wichtig wurden, umso weniger blieben sie ein Rückzugsort. Immer genauer wurde beobachtet, wer wie viel ablieferte, aber auch wer mit wem Umgang hatte. In meinen Stasi-Unterlagen geht deutlich hervor, dass man nicht wusste, was mit mir los ist. Und der Hauptverdacht war gegen Ende, dass ich im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes tätig wäre und wollte Informationen, man wollte wissen, ob ich Kontaktpersonen in die Bundesrepublik habe oder nach West-Berlin habe, um gegebenenfalls sie abzufangen. Und da man das nicht wusste, hat man mich rund um die Uhr mehr oder weniger beobachtet. Man hat auch illegale Hausdurchsuchungen bei mir vorgenommen, was alles dann hinterher natürlich zum Schmunzeln ist. Und man hat eben auch von oben hier vom Verband der Kleingärtner eine Person angesetzt, wenn ich im Garten war, mehrfach, die mit Fernglas bewaffnet beobachtet hat, ob ich hier irgendwelche Kontaktpersonen treffe. Was natürlich nicht der Fall war. Von den 13,5 Millionen erwachsenen DDR-Bürgern waren 1989 mehr als 1,2 Millionen organisierte Kleingärtner. 855.000 Parzellen mit rund 37.000 Hektar Land befand sich in Kleingärtnerhand. 1989 war die DDR am Ende und völlig verschrebert. Sie verschwand, doch ihre Gärten blieben. Und Gunter Hatzsch? 10 Jahre vor dem Fall der Mauer hatte er einen Pfirsichbaum gepflanzt. Zu DDR-Zeiten trug der kein einziges Mal Früchte. Und dann kam die Einheit. 1990, 91, er blühte wieder und ungefähr ein Zentner Früchte hing dran. Was soll ich jetzt dann in der Bundesrepublik mit einem Zentner Pfirsichen innerhalb von einer Woche machen? Zu DDR-Zeiten hätte man eingekocht, Marmelade gekocht und wie verrückt sich gefreut und Freunde beschenkt. Jetzt war ich beleidigt, jetzt habe ich ihn umgesägt. Wer deutsche Geschichte verstehen will, nicht zuletzt die der DDR, der sollte sich hier auf Spurensuche machen. Der Schrebergarten gibt vielleicht nicht auf den ersten Blick preis, was an Leben und Erfahrungen eingegraben wurde. Aber wer genauer hinsieht, oder besser noch, wer selber buddelt und pflanzt, der puzzelt bald an seiner eigenen Schrebergeschichte. Der Schrebergarten hat wieder Konjunktur. Bei den Jungen und den Alten. Aus Ost und West. Also mit dem Westen habe ich nicht an Hut. Oh, naja, ich schon, weil ich... Naja, das ist ja meine Heimat. Ja. Du bist von da drüben, ja. Du hast dich auch bei uns schön eingelegt. Aber ich bin keine Wessi-Tante. Nein. Weißt du, wer das ist? Ja, ich weiß.